Edmond Baudouin und Craig Thompson sind gefeierte Comiczeichner. Beide haben in Graphic Novels ihre Kindheit erzählt. Baudouin in den 50er Jahren im Süden Frankreichs, Thompson in den 90ern im puritanischen Westen Amerikas. Vor 10 Jahren lernen sich der Franzose und der Amerikaner kennen und verstehen sich sofort. Denn beide verbindet das Thema Kindheit und die Liebe zu den Frauen. Aus dieser Freundschaft soll nun ein gemeinsames Werk entstehen. Unser Reporter David Bornstein hat beide Zeichner auf dem Comic Festival von Amiens getroffen. Der Altersunterschied beträgt 30 Jahre, der Atlantik liegt zwischen ihnen und sie können sich in keiner Sprache verständigen. Trotzdem zeichnen Craig Thompson und Edmond Baudouin, als ob sie Brüder wären. In ihren Comics beschäftigen sie sich mit der intimsten aller menschlichen Erfahrungen und das mit der gleichen Sensibilität. Die amerikanischen Comicfiguren, das war für mich der totale Frust. Die Riesen, die Explosionen, die Science-Fiction, die Superhelden und all das. Edmond Baudouins Buch Pierrot war meine wichtigste Inspirationsquelle für Blankets. Dort fand ich diese Intimität, diese stillen Momente. Und das war wie eine Einladung. Darüber wollte ich Comics machen. Pierrot, das ist die Geschichte von Edmond Baudouin und seinem Bruder, den Fantasiewelten ihrer Kindheit, ihrer Sicht der Wirklichkeit. Blankets erzählt Craig Thompsons Jugend im puritanischen Hinterland Amerikas, die Qualen des Heranwachsens und wie er die Sexualität entdeckte. Er erzählt seine Kindheitsgeschichte und dann seine erste Liebesgeschichte. Wie kann man erzählen, dass man es nicht schafft, die Hand seiner Freundin zu ergreifen, wenn man zu schüchtern ist? Wie kann man dieses Gefühl ausdrücken? Wir versuchen, solche Sachen zu erzählen, und das verbindet uns. Seit 20 Jahren ist es ein Anliegen des Festivals Rendezvous de la Bande Dessinée von Amiens, das Comic als eigenständige Kunstform zu fördern, ähnlich wie Literatur und Film. In den USA unterscheidet man seit den 80er Jahren zwischen der Graphic Novel und dem mehr kommerziell ausgerichteten Comic. Das autobiografische Comic war eine der letzten großen Revolutionen. So haben Marjane Satrapi über ihre Kindheit in Iran und David B. von der Krankheit seines Bruders erzählt. Das hat die Leser bewegt. Und von dem Augenblick an haben die Autoren verstanden, dass der Bereich des Intimen im Comic durchaus seinen Platz haben kann. Beim Lesen eines Comics kann man starke Gefühle empfinden, sogar weinen, genau wie im Kino. Das ist eine der Stärken des heutigen Comics. Jetzt haben Craig Thompson und Edmond Baudouin ein gemeinsames Projekt, ein vierhändiges Comic. Sie reisen zusammen, zeichnen und schweigen miteinander. Es soll ein Doppelporträt werden von zwei Künstlern, die in Frankreich und den USA das Comic neu erfinden.